Hallihallo, neues Video gibt's. Ich bin die Caroline Grill von Caroline Grill Fotografie und heute geht's um das Programm PixiSet. PixiSet, da hat man die Möglichkeit, eine Online-Galerie für Kunden zu erstellen. Ich muss gleich einmal dazu sagen, es ist keine Werbe, also kriege kein Geld dafür, dass ich da Werbung mache, aber ich kenne PixiSet schon seit Jahren, ich verwende es seit Jahren und finde es mega cool und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch, wie PixiSet funktioniert. Also wenn ihr Fotograf seid, Fotografin und ihr möchtet den Kunden eine Galerie zeigen, damit sie sich die Fotos entweder anschauen können oder auswählen können, dann ist PixiSet wirklich echt eine coole Idee, um eure Fotos zu präsentieren. Und deswegen habe ich eine Bildschirmaufnahme gemacht. Nimm euch mit, zeig euch, wie das Ganze funktioniert, damit ihr euch leichter tut, wie man quasi die ganzen Sachen einstellt. Und ja, schaut einfach mit, ich nehme euch mit und nach dem Intro gibt es dann die Bildschirmaufnahme. Also, ab, komm! So, jetzt sind wir in der Galerie PixiSet. Ja, wer noch keine Galerie hat für die Kunden zum Herzeigen, der ist heute gerade richtig bei mir. Ich werde euch jetzt einmal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Bitte verzeiht mir schon ein paar Versprecher, weil das Video wird nicht zusammengeschnitten, also es ist einfach jetzt live aufgenommen. Hier siehst du jetzt schon einmal, wie die Galerie ausschaut. Da gibt es ganz oben ein großes Bild, das man auch verändern kann. Und hier unten sind schon die Fotos drin in dieser Galerie. Und wie man das Ganze erstellt, zeige ich dir jetzt einfach, wie es bei PixiSet an sich eben ausschaut. So, wie fängst du jetzt einmal an? PixiSet findest du unter www.pixiset.com. Einfach das einmal eingeben. Jeder, der ein Business hat, hat die Möglichkeit, so eine Galerie zu erstellen. Einfach sich einmal anmelden. So schaut jetzt eben die Galerie bei mir aus. Ich habe da schon einige Kunden drinnen. Bei euch wird es am Anfang leer sein, aber kein Problem, das werden wir ändern. Ich zeige euch jetzt einmal, ganz rechts habe ich schon einmal mein Profilbild angelegt. Wenn ich da drauf drücke, hat man noch ein paar verschiedene Möglichkeiten, da noch was einzutragen. Ich gehe mal auf Profile rein. Das sind einmal die wichtigsten, wie dein Businessname ist, wie deine Homepage lautet, also das muss man alles angeben, auch die Adresse angeben. Und ganz unten hat man noch die Möglichkeit, wenn man auf Social Media präsent ist, dass man auch hier alles einträgt, weil später, wenn der Kunde quasi die Mail bekommt, kann er auf diese Buttons raufdrücken und kommt dann direkt zu eurem Social Media Account. Also das ist jetzt einmal ein Vorteil. Einfach die paar Punkte durchgehen, eintragen, was es zum Eintragen gibt. Ich habe jetzt das meiste nicht eingetragen. Ich habe übrigens einen Gratis-Account, das heißt, bis 3 GB hat man die Möglichkeit, PixiSet gratis zu nutzen. Das ist echt toll. Ich verwende es schon einige Jahre und habe jetzt nie gefunden, dass ich ein Upgrade machen muss. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich immer die Fotos komprimiert darauf gebe und wenn eben dann das Limit erreicht ist, dann lösche ich dann eben einfach die letzten Galerien, die braucht man dann eh nicht mehr. Also es geht sich echt ganz gut aus. Also ganz rechts einfach einmal alles durchgehen, anschauen, was zum Eintragen ist. Diese Glocke hier ist dafür da, wenn der Kunde dann später die Fotos ausgewählt hat, sieht man an der Glocke, da hat sich was geändert, da hat jemand sich eingetragen, da schaut man dann einfach rein und kann dann schauen, was der Kunde ausgewählt hat. Jetzt gehe ich dann noch einmal, drücke nochmal auf PixiSet. Da hat man verschiedene Möglichkeiten. Ich habe eben nur die Client Gallery. Bei den anderen wird es wahrscheinlich so sein, dass es nur mit einem Upgrade geht. Man kann auch einen Store einrichten, dass der Kunde dann direkt über PixiSet die Fotos bestellt. Das habe ich eben nicht. Die Kunden können bei mir persönlich bestellen. Ja, so schaut es eben aus. Client Gallery schaut dann eben so aus, wenn man das aufmacht, dass man halt einfach schon die ganzen Galerien sieht.
Man sieht, ja, wie viele Fotos da drinnen sind, ob die publik gemacht sind, ob sie verborgen sind. Also das sieht man schon einmal im Überblick. Auf der linken Seite hat man dann noch Settings. Da auch wieder alles durchgehen. Sieht man hier, wie die Domäne ausschaut von Pixieset bzw. von dir und Pixieset. Hier hat man dann unten noch die Möglichkeit, wenn man ein Upgrade gemacht hat, dass man das Logo hier hochladet. Eben, ich habe kein Upgrade, habe kein Logo drin. Was man aber da noch machen kann, ist eben für die Seite einfach mein Logo, meine kleine Blume habe ich da hier eingetragen. Oder unten ganz wichtig, wenn der Kunde ein Wasserzeichen über die Fotos am Anfang bekommen soll, dann einfach hier das Wasserzeichen hochladen mit PNG-Datei oder GIF. Und dann hat der Kunde quasi eben dieses Wasserzeichen drüber, weiß, dass die Fotos eben geschützt sind. Da hat man noch die Möglichkeit, mehrere Wasserzeichen hinzuzufügen. Ich habe eben nur eins, das passt für mich total gut. Also das sind einmal die zwei Sachen, die ich noch dazu eingetragen habe. Bei den Tools hat man noch die Möglichkeit, Lightroom, also von Lightroom die Fotos auf Pixieset direkt zu übertragen und hochzuladen. Das habe ich eben nicht. Also bei mir ist immer total wichtig, dass ich die Fotos mit Lightroom, mit Photoshop bearbeite, in den Kundenordner reinspeichere und von dort lade ich dann die Fotos hoch auf Pixieset. Also das ist einfach meine Vorgehensweise. So ist es sicher schneller. Die Frage ist, will ich es wirklich jetzt direkt von Lightroom hochladen? Ist einfach Geschmackssache. Ja, jetzt fangen wir einfach einmal an. Ich habe euch hier zum Beispiel die Seekids einfach einmal eine Galerie erstellt. Wenn ich da anklicke, sieht man dann schon, dass ich ein paar Fotos hochgeladen habe. Hier rechts oben hat man die Möglichkeit auf Add Fotos. Einfach einmal anklicken und hier gibt es dann die Funktion Drag and Drop. Und ich habe da hinten noch die ganzen Dateien, die ich hochladen kann. Das heißt, du hast wirklich die Möglichkeit, einfach dieses Foto reinzuziehen und hochzuladen. Geht total schnell. Diese Datei ist jetzt 5 MB groß. Normalerweise sind meine Fotos viel kleiner, also es geht schon ratzfatz, es geht echt schon schnell mit dem Hochladen. Danach hat man dann wieder die Möglichkeit Manage Collection, dass man einfach die Anordnung verändert, wenn etwas nicht passt, wenn man sagt, okay, dieses Foto hätte ich gerne an erster Stelle, hat man diese Möglichkeit eben dann auch noch. Dann hat man die Möglichkeit, wenn man etwas anklickt, dass man dieses Foto entweder wieder löscht oder runterlädt. Also da hat man verschiedene Möglichkeiten. Einfach einmal durchscrollen und sich das einmal anschauen. Hier auf der linken Seite hat man eben dieses Fotozeichen. Da sind eben die Fotos. Dann hat man noch dieses Zahnrad. Wenn du dort drauf klickst, hast du die Möglichkeit, einiges noch zu verändern, das heißt Privacy, du kannst dieser Galerie noch ein Passwort hinzufügen, damit nur der Kunde reinkommt und kein anderer. Und jeder, der dieses Passwort weiß, kann eben in diese Galerie dann auch rein. Das Download habe ich immer ausgeschalten, damit keiner die Fotos runterladen kann. Man hat aber auch die Möglichkeit, diesen Download freizugeben. Favorite ist sehr wichtig, das habe ich immer angeschalten. Da kann eben der Kunde die Fotos auswählen mit Herz. Das kann ich euch dann später nochmal zeigen. So siehst du dann im Endeffekt, für welche Fotos sich der Kunde entschieden hat. Das Store habe ich ja nicht eingeschalten. Das kann man auch anschalten, wenn man will. Also ich habe es ja eben nicht aktiviert. So, ganz da oben bei dem Foto steht Change Cover, das heißt einfach einmal draufdrucken. Dann hat man hier ganz viele Möglichkeiten, wie diese Präsentation sein soll. Eine helle, eine dunkle, einfach ein bisschen ausprobieren. Das wären jetzt, da hat man schon auf der rechten Seite dann die Möglichkeit zu sehen, wie es ausschauen würde. Also einfach auch einmal durchscrollen, was gefällt einem. Ich lasse das jetzt einfach einmal auf der ganz am Anfang. Dann hat man noch eine kleine Ansicht hier rechts unten.
Da sieht man halt, so würde es am Handy ausschauen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du möchtest jetzt, dass das Mädchen hier, dass man das sieht am Handy, dann drückt man einfach rechts oben. Man hat dann noch den Focal Point, die Möglichkeit, ihn zu verändern. Und wenn ich jetzt auf Dann klicke, dann sieht man gleich, dass man das jetzt auf der mobilen Version, würde man jetzt die Katharina sehen. So, jetzt schauen wir noch einmal. Ganz unten links hat man die Möglichkeit, entweder auf Publish zu gehen, um quasi den Kunden die Fotos zu senden und zu sagen, okay, hier ist die Galerie, schau doch rein. Oder auf Preview. Auf Preview ist es eben so, dass man dann schon sieht, wie schaut diese Galerie aus. Hier zum Beispiel ist mein Wasserzeichen oben, so würde es dann bei dem Kunden ausschauen. Und da sieht man dann schon unten rechts dieses kleine Herz. Und wenn du auf dieses Herz klickst, wird der Kunde nach der E-Mail gefragt. Das heißt, so weißt du dann, okay, diejenige hat sich jetzt die Fotos ausgesucht. Also da muss man nur einmal die E-Mail-Adresse eingeben und das war's dann schon. Und dann kannst du halt auf alle klicken, die du gerne haben möchtest. Und das sehe ich dann eben im Hintergrund. Also es ist echt ein cooles Tool, sehr leicht zum Handhaben. Jetzt mache ich es nochmal zu. Das war es dann eigentlich schon. Ich gehe dann nochmal daher auf die allgemeine Galerie zu diesem Workshop. Genau. Gehe nochmal auf View. Und so würde es ausschauen, wenn du jetzt quasi keine Wasserzeichen drüber hast. Wenn die Fotos quer und Hochformat gemacht worden sind, dann siehst du, dass es ein bisschen anders ausschaut. Ist aber echt total cool zum Herzeigen. Wenn ich auf dieses Foto klicke, habe ich dann oben rechts noch die Möglichkeit, auch dass eine Slideshow eingeschalten wird oder wieder auf Zurück. Dann habe ich die Möglichkeit to share. Das heißt, die Galerie weiterzusenden. Man sieht dann auf der rechten Seite, so würde das beim Kunden ausschauen. Und so wie ich das früher beschrieben habe, hier sind die Icons, die ich ganz am Anfang im Profil eingegeben habe. Das heißt, der Kunde sieht ganz genau, das ist meine E-Mail-Adresse, das ist meine Homepage-Adresse, weil ich sie ja schon eingetragen habe und auch meine Social-Media-Accounts. Und wenn ich jetzt eben hier was reinschreibe, dann sieht man halt schon auf der rechten Seite, so wird es dann später ausschauen. Unten links hat man die Möglichkeit auf Kollektion Passwort. Und je nachdem, was für ein Passwort ich dieser Galerie gegeben habe, sieht man eben auch hier in der Mail, damit der Kunde dann später in diese Galerie reinkommt. Wenn du sagst, okay, das möchtest du einem nicht mit der gleichen Mail versenden, dann schaltest du das einfach aus und du versendest das dann eben per SMS oder per WhatsApp. Hast du dann auch noch die Möglichkeit. Wenn du einen Download zur Verfügung gestellt hast, dann hast du nochmal die Möglichkeit hier zu klicken und auch diesen Download-Pin zur Verfügung zu stellen. Hier ist einer eingerichtet und da sieht man halt dann auch eben, wie dieser Pin lautet. Oben eben die E-Mail-Adresse des Kunden, dann noch einmal, wie quasi die Überschrift heißen soll und dann hast du schon die Möglichkeit, diese Galerie weiterzusenden. Ich habe das so eingerichtet, dass ich eine Kopie bekomme per Mail auf meinen Account, damit ich sehe, okay, die E-Mail ist jetzt wirklich rausgegangen und ist einfach eine Sicherheit für mich. Also das ist echt eine ganz coole Sache, diese Galerie, dieses Pixi-Set. Probiert es einfach mal aus, es ist gratis, man hat die Möglichkeit bis zu 3 GB hochzuladen und für mich ist es echt wirklich eine Bereicherung, weil es einfach total modern ausschaut und der Kunde eine Freude hat und sich die Fotos super anschauen kann. Ja, ich hoffe, ich habe euch damit helfen können, weil es ist, jetzt habt ihr es ja gesehen, es ist wirklich ein cooles Tool und ja, wenn euch das Video gefallen hat,
einfach oder ihr habt Fragen, dann schreibt es in den Kommentaren oder liked das Video, da haben wir natürlich mega Freude damit. Oder wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen wollt, dann einfach auf Abo drücken, dann seid ihr einfach bei dem nächsten Video schon mit dabei. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich würde mich freuen. Tschüss, Baba!